Hallo. Hallo, du da. Hallo? Ja, ich bin der auf dem Fußboden. Das ist die Helene. Heb die mal auf. Die sieht ja so dreckig aus. Warum denn das, Claudio? Also, am out of salt. Tears are running dry. And morgen. Verdammte Hacke! Wo ist denn die Jolina Jolie? Angelina Jolie wieder abgeblieben! Du sag mal! Hast du wieder deine Tabletten nicht genommen, oder was? Manometer, Mano, 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 Mano. Take me out. Nimm sie raus. Don't care. Mich interessiert das echten Scheißdreck. Ich nimm mal die Hand aus meinem Arsch! Das sind echt niedliche Bambis auf der Straße. Aber guck mal da oben! Da sind zwei Kinder auf der Brücke! Wink doch mal! Scheiße! Nein! Die haben was in der Hand! Boah! Boah! Echt mal? Ich mag den Jason Statham. Naja, die Streichwurst von Buko. Also, Ernie und Bert, die waren niemals schwul. Die mochten nur kleine Kinder. Messer, Gabel,
Schere, Licht. Dürfen kleine Schierens nicht. Oder so. Ups, da ist mir was ins Klo gefallen. Mann, heb doch mal das Handy auf. Ich muss unbedingt mal auf Toilette. Scheiße, schon wieder! Ah, sehr schön! Toll! Ich weiß nicht, Schied und Dreck macht der Marco weg. Also, wo steht noch mal der Prosecco bei Penny? Kannst du nicht mal meine Haare kämmen? Die sind so zerzottelt. Also, der Matze verkauft immer nur gammelige Würstchen. Naja, aber wenn den mal eins runterfällt, dann heb das wieder auf und schmeiß es auf den Grill. Mann, du bist ja geizig. Das Toilettenpapier, was da auf der Straße liegt. Mann, ist das wieder dreckig, doch? Lea, ich finde, Entschuldigung, Lea, ich bohre, nein, Scheiße, Lena, halt mich bis oben aus. Also der Carsten ruft auch nie bei uns zu Hause. Julia,
Mach mal das Bananen. Von RSH schmeckt wie Kaka. Der Ellen hat nen Hosenstall und verkauft sein Piano, auf dem Spielplatz sowieso. Das ist mir völlig egal, wenn ihr jetzt die Scheiße schon ausmacht, das ist mir echt sowas von Latte. Also ich fluch hier so lange rum, wie ich lustig bin. Ich spuck auch ins Handy und dann keine Ahnung. Also Mikrowelle geht kaputt und wenn die kaputt ist, die Mikrowelle, dann bestellt man sich halt die neue bei Amazon und ja, also die Mädels machen das sofort, wenn du das sagst, Claudio, dann springen die sofort los und springen sie und springen sie und springen sie. Und keine Ahnung, die wollen dich immer gleich sofort alle nageln. Und da halt's drauf eben, Mann. Elmo will sich absolut nicht beruhigen lassen. Los, du da, zeig mal deine Brüste. Klein oder groß, mir egal. Hauptsache. Du, Dr. Dittmeier, warum schmeckt deine Milch immer so nach Popel? So, ich hoffe jetzt mal, die 15 Minuten sind gleich vorbei. Ich habe keine Lust, hier immer so raufzusammeln. Der Claudio quält mich immer dazu. Der steht hier neben mir, lacht sich scheckig und keine Ahnung. Der quält mich dazu, der mag Kinderarbeit. Das machen die Inder auch immer so. Die lassen dann so. Ins Wasser fällt ein Stein, so heimlich still und leise, und ist da noch so klein, da zieht er weite Kreise, wo Claudio, hoffe ich mal, nichts in die Fresse kriegt, hoffe ich mal, weil der so viel dummes Zeug sagt, hoffe ich mal. Fällt Gottes Liebe in ihn rein? Der Johannes kann das auch nicht. Hin und wieder kriegt man ein Foto. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss und bye bye.